Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Albina und im heutigen Video geht es zum Thema Pudding und eine der faszinierenden Techniken im Pudding, Swipen. Dazu werden wir astralische Fleuretrol testen und wenn ihr das ganze Video sehen wollt, nach dem Intro geht es los. Ich habe jetzt alles auf meinem Tisch, was ich brauche und ich habe schon drei Farben vorgemischt. Ja? Und für diejenigen, die das Thema Pudding noch nicht ganz beherrschen, wollte ich zeigen, wie man die Farben mischt. Ich benutze so diese fantastische Farbe, ich finde die sehr schön, die haben so leichten Metallic-Effekt. Und davon habe ich schon, so den Ton habe ich schon benutzt. Und damit der Kontrast kommt, bei diesen metalligen Farben gibt es keinen Ton, der mir gefällt. Deswegen habe ich Expert genommen. Bei diesen Farben ist das ein bisschen anderes Mischverhältnis. Das steht alles in Beschreibung. Und bei diesen Farben ist das Mischverhältnis 1:1. Wichtig ist, egal was für Farben wir nehmen, es sollte immer die gleiche Konsistenz sein. Und die Farbe sollte fließen, ja? Das ist so das wichtigste Teil überhaupt im Pudding, dass alle Farben fließen, nicht tropfen, sondern fließen. Und bei dem Gold habe ich heute mich entschieden für eine Bronze von Gerstecker. Das ist auch so für diejenigen, die das noch nicht probieren haben. Das ist richtig tolle Farbe. Mischverhältnis ist auch 1:1 und die fängt gleich zum Fließen und hat sehr schöne Farbton. So, wie gesagt, die drei Farben habe ich schon vorbereitet und eine Farbe wollte ich mit euch mischen. Ich bin begeistert von Fluid Medium von Bösner, kann ich nur empfehlen. Und zum Mischen nehme ich immer diese Becher, die haben hier so diese tolle Markierung. Und ich nehme die Hälfte praktisch für so ein kleines Bild, brauchen wir wirklich ganz wenig Farbe. Und die Swipe-Technik, die braucht nicht so viel Farbe, da muss man wirklich nicht literweise Farben mischen. Weil bei Open Cup brauchen wir zum Beispiel für so ein kleines Bild 300 bis 400 Gramm. Und hier brauchen wir nur sozusagen drei kleine Becher. Und als Kissen benutzen wir so ganz andere Farbe, das ist dieses Glanzlatex, nehme ich von Baumarkt. Und das muss ich nur kurz sagen, da sollte die Farbe, die fließt auch, die ist nur ein bisschen dicker als alle anderen Farben. Und aus diesem Eimer kommt das ein bisschen dickflüssiger. Ihr solltet zu der Farbe ein bisschen Wasser nehmen, entweder destilliertes oder gekochtes kaltes Wasser, ja, damit es ein bisschen dicker fließt als unsere normale Farbe. Ja? Und bei normaler Farbe mische ich das. Das ist die Farbe, die dem im Bild sozusagen leuchten, die Muster machen. Dann nehme ich die eine Teil von Fluid Medium und ein Teil von dieser Farbe. Das geht dann bis zur Markierung, ein Teil und dann mischen. Und am Anfang, wenn ihr wirklich Anfänger seid, dann ist es besser, die Farben abwiegen. Da ist die Rezeptur, das ist die Grundrezeptur, was ihr nehmen könnt, das ist 50, 40, 10. Das heißt 50% von Fluid Medium, 40% von Farbe und maximal 10% von Wasser. Ja? Das ist nur, dass ihr das einfach einmal gehört habt, sondern ist die Grundrezeptur auch im Video dabei. Und jetzt wie immer bei Experimentieren. Ich habe eine andere Farbe gemischt, sonst immer das 1:1. Und hier, das ist ganz spannend. Diese Farbe, die ist Türkis. Ich habe so ein anderes Türkis genommen. Der war 1:1 im Mischverhältnis. Und bei dem, das ist aber gut so. Schaut mal, wenn ich das 1:1 nehme, dann fließt die Farbe kaum. Seht ihr? Das heißt, hier muss ich Verhältnis erhöhen und dann mache ich zwei Teile von Pudding und ein Teil von Farbe. Ja, da ich dieses Becher habe, der hat hier Markierung, das heißt, das ist noch ein Teil, das wäre bis hier von Pudding Medium. Ja? Aber wie gesagt, am Anfang vielleicht besser
die Farben abwiegen. Ja. Und das ist, wenn er das auch anfängt, mit dem Puring-Bilder so sich ein bisschen zu beschäftigen, das gibt es Mischverhältnis von Farben von sozusagen 1 zu 4 bis zu 1 zu 1. Und bin ich jetzt davon ausgegangen, dass das immer bei diesen Farben 1 zu 1 ist. Aber schaut mal, das ist jetzt 1 zu 2. Und das ist noch, und das war nicht geplant, liebe Leute. Auch was gelernt. Wir nehmen dann noch einen Teil dazu. So, das ist bis zu diesen Markierungen. Das heißt, jetzt sind wir schon bei 1 zu 3, die Proportion. Das ist natürlich sehr viel Farbe. Wir können so 5 solche Leinwände mit dieser Farbe puren. Aber jetzt geht's, sieht er. Das heißt, bei den Nummer 357, das ist eine Macke von diesen Farben. Ich kann das nicht erkennen, sind die Farben deckend oder transparent. So, aber jetzt läuft das. Und schaut mal, das läuft. Aber wenn ich das mit den anderen, das ist die gleiche Farbe, nur in Grau, das vergleiche, dann fließt das, schaut mal, das fließt das hier richtig, richtig schön. Ja, und das ist hier Verhältnis 1 zu 1. Und hier fließt das und tropft, ja. Das heißt, das ist noch nicht das, was wir brauchen, ja. Das ist so. Das heißt, hier brauchen wir ein bisschen Wasser. Und das ist noch die Frage, wie viel Wasser, ja. Und ich nehme so ein kleines Becher. Ich habe mein Wasser auch da. Entweder destilliertes Wasser oder gekochtes Wasser, aber im Kalt. Und dann, wie gesagt, nicht mehr als 10%. Ihr müsst das nicht so ganz, ganz viel Wasser kippen, sondern wirklich tropfenweise so ein bisschen Wasser und dann mischen. Weil die Farbe wird, ihr werdet so auch euch wundern, wie schnell die Farbe flüssig wird. Ab und zu reicht wirklich ein Tropfen und die Farbe ist schon flüssig. Ab und zu gießen wir Wasser und gießen, aber regelt nicht mehr als 10%, sonst zerreißt sich die Farbe. Das ist auch... So, jetzt schaut mal, jetzt fängt das an. Das geht. Und mein Becher wird langsam zu klein, aber ich denke, noch ein Tropfchen. Und dann haben wir das. Und so war das sehr schön auch für mich, weil wie gesagt, ich habe schon mehrere Bilder mit diesen Farben gepurt und das war immer 1 zu 1. Und jetzt dachte ich mir, nehme ich eine andere Farbe und der hat komplett anders reagiert. So ist das in Puring, ja. Deswegen, jede Farbe, jede Medium reagieren unterschiedlich. Wichtig ist, die gleiche Konsistenz zu kriegen. Das ist, wie gesagt, man vergleicht das immer mit warmen Honig. So, das haben wir jetzt. Schaut mal. Von der Farbe, die sich gar nichts bewegt hat, haben wir wirklich ganz schöne fließende Farbe. Gefühlt, ihr werdet mit der Zeit Gefühl kriegen, ja, das ist jetzt doch ein bisschen zu dick, so ein bisschen, ja. Deswegen empfehle ich, wie gesagt, am Anfang, wenn ihr richtig noch anfängt zu experimentieren, kaufen Sie sich Küchenwaage und wiegen Sie das ab. Dann wissen Sie, und dann aufschreiben, dann wissen Sie ganz genau. Ich weiß schon wie, das ist irgendwann kriegt er auch Gefühl dafür, aber damit es nicht zu viel schief läuft, besser abwiegen. Dann gibt es nicht umsonst diese Grundrezeptur 50, 40, 10 und bis zu 1 zu 4. So, jetzt ist das aber perfekt. Schaut mal, das ist dünne und die tropft nicht, die fließt. Ja? Das ist das, was wir brauchen. So, das sind meine 4 Farben, was ich für heute ausgesucht habe. Weil es kommt auch immer wieder Frage, kann ich mit unterschiedlichen Farben puren? Die Antwort werdet ihr gleich sehen. Ich denke ja, aber es könnte auch eine Überraschung sein. Und ich benutze heute den Zellenaktivator. Das ist die australische Fluoretrol. Das ist auch, da braucht man wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Ja, mein Becher war nass.
Dann braucht man wirklich ganz wenig. Ich mische das auch 1:1. Das ist auch so diese Markierung. Ich mache die Hälfte von Fluorethrol und die Hälfte von. Es ist auch wichtig, dass wir die Farbe von Amsterdam Titanweiß nehmen. Ja. Hälfte, Hälfte. Voilà. Bis zur Markierung. Vielleicht muss ich nächstes Mal Markierung dann mit schwarzem Stift machen, damit er das sieht. So. Und dann auch gut vermischen, wie gesagt 1:1. Und in anderen Farben hatte ich Puring Medium, nur für Zellenaktivator Fluorethrol, australische. Ich habe ein Avatrol gekauft, das hat leider nicht funktioniert. Deswegen habe ich lange überlegt, ob ich ein teures Mittel kaufe, aber ihr werdet sehen, das ist eine coole Sache. So, und was auch cool ist, das ist auch Verhältnis 1:1. Und schauen Sie mal, das ist im Vergleich zu anderen Farben, wo ich gemischt habe, gemischt habe, gemischt habe. Hier, zack, fertig. Das ist so echt Wundermittel. Und ich würde noch weit experimentieren, weil man könnte Aktivator so mit schwarzer Farbe mischen, mit roter Farbe mischen und wie es lustig wird, wie gesagt. Es werden noch viele spannende Videos gehen, weil diejenigen, die Puren, sie wissen, Puring macht süchtig. So, fertig. Und jetzt beginnt der Spaß. Ich mische noch ein bisschen. Wunderbar. So, damit es nicht stört, packen wir ein paar Sachen nach unten. Und noch eine Sache, die so wichtig ist, da sind die Handschuhe. Ja? Ohne Handschuhe ist es schwierig. Und ich nehme immer zwei Lappen, eine nasse, eine trockene, weil wenn die Hände ein bisschen schmutzig werden, kann man das beim Nass abtrocknen. Das ist auch schön. Und wenn wir swipen, brauchen wir auch so Papierchen, ich nehme, und das wollte ich zeigen, die sollte so nicht so dick sein, ja, weil es muss leicht gezogen werden, das ist schon fast zu dick, ja, aber das werdet auch, wie gesagt, das ist, manches muss man ausprobieren, ja, ich nehme, wie gesagt, das ist 120 Gramm Papier, das ist ein bisschen dicker als normales Druckpapier und die ist beschichtet glänzend. Es ist auch wichtig, manche nehmen Backpapier, es ist wichtig, dass die Zellenaktivator nicht in Papier durchdringt, ja, und dann hat man auch den Effekt nicht so. Ja. So, Handschuhe, wichtig, Schmuck eigentlich unwichtig. So, habe ich vergessen, machen wir weg. So, dann geht's los. Jetzt kommt die spannende Geschichte im Ganzen. Wir nehmen unsere Leinwand und Leinwandmuster vorbereiten. Wie man Leinwand vorbereitet, könnt ihr im Video sehen, was ich extra dazu gedreht habe. Und so sieht das dann aus. Sonst legen wir das nach unten. Beinchen nicht vergessen. Und es geht los mit unseren Kisten. Bevor ihr Farben gießt, müsst ihr die so leicht einmischen. Wir gießen die Farbe in die Mitte, so dass entsteht wirklich so ein Kissen. Ja, das ist so wirklich so viel Farbe. Und dann, damit es dann auch weiter ganz schön fließt, verteilt er so ein bisschen die Farbe mit diesen Holzstäbchen so ein bisschen an die Seiten, so praktisch ein bisschen Farbe von der Mitte nehmen und über den Leinwand verteilen. Ja. So. Wichtig ist, dass in die Mitte diese Kissen bleibt. Bei Swipen ist das wichtig, wir brauchen diese Kissen. Und wenn ich jetzt merke, dass es jetzt gefühlt noch ein bisschen zu wenig, gieße ich noch ein bisschen Farbe rein. Und so ist das unsere grobe Vorbereitung fertig. Hier gieße ich noch ein bisschen weiße Farbe rein. So, das ist jetzt unsere Kissen und ihr seht, die bleibt so ein bisschen stehen, das ist so ein bisschen richtig ein Kissen heißt das halt, ja. So, und dann in der Mitte
gieße ich mit meiner goldenen Farbe. Ich habe jetzt so die Bronze genommen. Man kann das mit Stäbchen gießen, aber... Oder ich gieße das mit Stäbchen. So ein bisschen Farbe. Und ich mache hier so eine Linie in die Mitte. Das ist jetzt natürlich ein bisschen zu wenig. Und dann mache ich noch. Und ich denke hier. Gieße ich noch ein bisschen. So. Das reicht. Dann hier noch vielleicht. So. Ja. Dann nehme ich meine dunkelste Farbe. Und ich gieße das praktisch rein, so eine dünne Streifen, ne, in die Mitte. So. Dann nehme ich meine hellblaue Farbe, die uns ein bisschen Probleme bereitet hat, und gieße das auf andere Seite. Mache ich da noch ein bisschen, denke ich mir, hier ein bisschen mehr. So. Und grau mache ich auf andere Seite. So. Und in die Mitte gieße ich wieder die dunklere Farbe. So. Und dann oben drauf, das reicht, nehme ich jetzt meinen Zellenaktivator und mache einen Streifen oben drauf. Und wie ihr seht, ich brauche wirklich ganz wenig Farbe für Swipen. Jetzt nehme ich meine Flyer, so die Papier, und ich ziehe das praktisch von oben nach unten, von diesem weißen so ein bisschen nach unten. Wie zieht man dann so ein bisschen atmen? Durch zusammenhalten und langsam runterziehen. Ja, da könnt ihr rechnen, 1, 2, 3 oder so. Es muss nicht schnell sein, sondern so swipen nach unten, so ein bisschen leicht ziehen, ja. Von diesen weißen, wichtig ist, dass diese weiße Farbe über die Farbe läuft, und wie ihr seht, wunderbares Effekt, hat es funktioniert. Wichtig ist, dass wir das wegdehnen, ja. Und dann können wir wieder auf weiß atmen, ausatmen und zählen, ja? Super. Abdrucken nicht vergessen, wichtig. Und dann noch eine. Sehr schön. So, die ist jetzt so alle. Ich drehe das Bild und das Gleiche machen wir auf andere Seite. Spannend, spannend, von weiß nach unten ziehen. Wow. Cool. So. Hier war Papier ein bisschen geknickt, lieber neu nehmen. Aber trotzdem schönen Effekt, dass dazwischen wird ein bisschen blau. Das ist schön. Jetzt hier noch. Ja. Hier mache ich noch Tropfen, oder nicht, ich mache das nicht. Ich lasse das so wie Natur, dass das jetzt gegeben hat. So, ab und zu weniger ist mehr. Und jetzt beginne ich mein Bild zu bewegen. Ich mache ein bisschen Platz. So. Und wenn ich das bewege, werden meine Zellen sich noch weiter öffnen.
und ich kann die Farbe bis zum Rand praktisch ziehen. Wenn ich will, dass der Muster so gerade bleibt, bleibe ich gerade. Wenn ich will, das Muster sich ein bisschen in eine oder in andere Richtung entwickelt, dann kann ich dann in andere Richtung das Ganze bewegen. Wichtig ist langsam. Begeisterung pur. Als es bei mir erstes Mal funktioniert hat, da hatte ich so richtig so gesagt, wow, endlich. So, und bis zur Ecke und dann, hoppala, hoppala, sowas passiert auch, nicht so schlimm. Gehe ich weiter und dann kann ich das dann in andere Richtung. Aber damit das nicht passiert, musst ihr das Ganze unten halten. Fehler passieren. Und wie ihr seht, je mehr ich ziehe, desto mehr öffnen sich die Farben von unten. Diese Bronze, die fängt an zu arbeiten. Das Bild lebt und ich kann das bewegen, so wie ich möchte. Und dann öffnen sich eine oder andere Zähle noch weiter. Hier wollte ich das bis nach unten ziehen. Hier kann man auch so ein bisschen helfen. Und dann gehe ich zur anderen Seite. So, und wann er aufhört, müsst ihr wissen. Ich wollte noch diese Ecke noch ein bisschen zumachen. Gefühlt war das dazu, aber hier ist noch ziemlich dicke Farbe, dass diese Farbe noch da fließt. Und dann ist das Bild fertig. Nicht vergessen, bei Ecken zu gucken. Wie ihr seht, alle Ecken sind voll. Hier eine noch nicht. Ups. Eine Ecke ist noch nicht voll. Da kann ich so ein bisschen nachhelfen, ein bisschen abwarten, dass die Farbe runterfließt. Thank you.
So, und so. Ach so, hier ist noch eine Ecke, sehe ich gerade. Da kann ich das, ich habe hier genug Farbe noch, oder kann man unten noch ein bisschen so tupfen. Das beim nächsten Bild muss ich gucken, dass ich auf den Ecken ein bisschen mehr Farbe habe. Das war hier so ein bisschen gefühlt ein bisschen zu wenig. Aber ich würde jetzt das so lassen. Ich trockne das noch kurz. Dafür war der nasse Tuch gut. Mache ich jetzt ein bisschen weg. Und dann kann ich euch zeigen, alle Seiten, hier könnte man das auch noch, wenn ihr sieht, hier kann ich sagen, da sollte ich der Kissen, das war jetzt so, bei der Kissen könnte man ein bisschen mehr, ich werde auch ein bisschen sparsam mit Weiß, bisschen mehr Weiß dann kippen. Das würde ich bei nächsten Bild unbedingt machen und ihr werdet das sehen, aber jetzt drehe ich einfach so ein bisschen die Kanten, ja, dass er sieht, dass das überall geflossen ist. Und ja, ich bin mit Ergebnis total happy und ich würde euch natürlich zeigen, wie das nach dem Trocknen aussieht. So einfach Futter, was ihr oben auf dem Video sieht, wird das trockene Zustand sein. Und leicht kann ich das noch ein bisschen nur leicht ziehen. Heute war das Thema Swipen mit australischen Fleur-de-Trol. Vorsetzung folgt. Ich bin erstmal begeistert. Was habe ich heute gelernt? Nicht alle Farben von Studio Acrylis, von diesen, haben das Verhältnis 1:1, sondern manche 1:3. Und sonst, wenn es euch meine Video gefallen hat und ihr noch weitere Fragen habt, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, dann freue ich mich auf eure Kommentare, auf eure Bilder. Und wenn es natürlich mein Video hilfreich war, dann abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, folgen Sie mich bei Instagram und Facebook und teilen Sie mit mir eure Bilder. Bis bald, eure Albina.